Lehre ist wie ein Krug, leerer Krug im Himmel. Das heißt, ein leerer Krug in der Luft, innen leer, außen leer. Das ist die Vorstellung, ja, am Ende der Ausatmung. Und am Ende der Einatmung ein voller Krug im Wasser, im Ozean, mitten im Ozean. Innen voll mit Wasser, umringt von Wasser. Innenfülle, Außenfülle. Gut, so jetzt würde ich zu einem anderen Teil dieses Vortrags gehen. Und dazu würde ich gerne ein kleines Stück aus dem Taittiriya. Wenn das meine wesentliche Erfahrung in Yoga ist, dann gehe ich auf der Straße und ich schaue alle Menschen, die ich schaue, dann schaue ich, wie sie ihren Rücken halten, wie sie gehen, ob sie ihr Gang gut ist, ob sie eine starke Kyphose haben, eine starke Lordose haben, ob sie einen Schiefstand haben, Becken. So, das ist dann meine Betrachtung der Welt, weil das ist mein Fokus auf mich in Yoga. Wenn ich dann sage, oh, ich mache Yoga, ich kann viel besser schlafen, und ich kann irgendwie Stresssituationen so toll bewältigen und irgendwie damit so gut umgehen. Und ich habe jetzt irgendwie wirklich viel, viel weniger Angst vor dem Tod oder überhaupt und so weiter. Wenn ich glaube sehr fest, diese Errungenschaften, die aus Yoga entstanden sind, wenn sie in meinem Bewusstsein sehr, sehr hervorragend und hervorstechend sind, dann diese Errungenschaften trage ich dann auch in den Alltag.